Coffee Talk Demo. Coffee Talk, okay. Ein Spiel über Gespräche beim Kaffee trinken. In verschiedensten Sprachen dieser Welt. Viele davon asiatisch. Okay, ein asiatisches Spiel. Wir werden es sehen. Ich wähle Englisch. Leider kein Kaffee, aber ich hoffe, ich komme trotzdem in das Mindset des Ganzen. What's your name? Emit. Clever, aber nicht wirklich ein Barista-Name, oder? Na gut, Seattle 2020. Die ferne Zukunft ging mir durch den Kopf, bis mir auffiel. Nein, wir leben da. A city filled with dreams and madness. A time when the great war between the races... Oh. A time when the great war between races is but a footnote in history. Ich sollte die Musik was leiser schalten. Kann ich das machen oder überspringe ich dann... Ich kann nicht Escape drücken. Okay, warte noch ein bisschen. A time when anyone can dream of being whatever they want to be. Gab es eine Zeit, wo man das nicht konnte? Also träumen davon? And have those dreams crushed before they can even be discussed. But still, it is a place and time where anything can happen. Okay. It is when the elves have left the forest to build their startups. When the dwarves have emerged from their caves to start their automotive empires. When the orcs have put down their axes and started using computers to improve their lives. And when humans live among them as driven as ever. It is a city that holds the many dreams and stories of its people. Most of these stories are left untold. Vielleicht mit gutem Grund. But some few find solace in the embrace of bricks and wood and glass. They are told over drinks. They are told over drinks, then take up residence in some stranger's memory. Ach, they, nicht die Leute, sondern die, ja, verstehe schon. Ich hab schon verstanden. In one corner of the city stands a coffee shop. A place that is only open when the sun is sleeping. A place where people share their stories. This is a place where everybody knows your name. And these are their stories. Ich bin sehr gespannt. Würde aber gern die Musik etwas leiser stellen, wenn ich darf. Oh, es regnet. Ich mag Regen. Ich weiß nicht, wie alt das Spiel ist, aber 2020 kann nicht so weit in der Zukunft gelegen haben. Es wäre natürlich interessant, ein Spiel zu programmieren, das immer 2 Jahre in der Zukunft spielt, egal wann man es spielt. Kann ich jetzt leiser stellen? Welcome. Oh, it's you. Ist das so von Welcome. Oh, it's you. Oder. Wie auch immer. Hey, Emmett. How's the night so far? Danke. Options. Audio, Ambience. Hauptsache leiser. Oh, BGM? BGM? Nee, ich weiß. Wo ist der Regen? Der Regen darf lauter sein. Kann ich die Musik ganz rausmachen? Ich könnte es. Ich mache sie ganz leise, okay? Wir sollen ja einen Eindruck kriegen, wie das Spiel so ist. Hier konnte ich Textgeschwindigkeit eingeben. Das hätte ich bei einem anderen Spiel eben unbedingt machen sollen, falls es da möglich gewesen wäre.
Hey, Emmett, how's the night so far? It's calm, as usual. We've got a slight problem, though. Huh? What happened? My supplier made some logistical errors. I don't have half of my ingredients today. Man, that's a bummer. Sie ist ernsthaft geschockt. Don't worry. I can still serve caffeine you desperately need. That's good to hear. Anyway, let me set things up first. Was ist mit ihrem Oberkörper? Lacht sie? Ist das Atmen? Hat sie Zuckung? Ich weiß es nicht. You're our first customer after all. Don't worry, take your time. I'm a writer, not an editor. Eins der Probleme, die manche jungen Schriftsteller haben. Sie sollten vielleicht mehr wie ein Editor denken. So I'm used to taking things slow. Hey, writer's block again. You got that right. What are you writing now? Do you remember my plan to... Meine Kaffeemaschine, offenbar. Allerdings sehe ich auch ein Ausrufezeichen hier unten. Ich würde gerne mal in mein Handy gehen, aber machen wir erstmal hier weiter. Pardon the interruption. The machine is ready. Do you want your triple shot espresso now? Yes, please. And if you forget how to make it, just check your phone, okay? Ich bin Fachmann, oder? Sonst hätte ich diesen Job hier nicht. Anyway, I really need that triple shot espresso. Okay. Die Basis dürfte Kaffee sein, oder? Primary. Ich habe wenig Ahnung von Kaffee. Aber ich kann ja mein Handy befragen, wurde mir gesagt. Brewpad. Triple Shot Espresso. Blacker than Moon this night, hotter than... Hotter and more bitter than hell itself. Ich dachte, ich bekomme hier gesagt, wie ich das mache. Espresso. Ja, ich weiß, was Espresso ist. Danke, ich kenne das Konzept, aber... Ich dachte, ich bekomme hier eine Anmerkung, wie ich das Zeug herstelle. Und einiges ist gelockt auch noch. Kaffee Latte. Das ist eher eine Beschreibung, oder? Als eine... Okay. The Evening Whisper shuffled... Tomoda Chill. Storyteller. Das sind meine Freunde. Freya, Georgie und Gala. Ich habe gute Beziehungen zum Seattle Police Department. Das ist gut zu wissen. Hier kann ich Musik laufen lassen. Und ich erfahre, wer die Musik spielt, die ich gerade eben sehr leise gemacht habe. Please subscribe. Later, maybe? Tja. Das war keine echte Hilfe. Ich habe Kaffee reingetan. Das kann ich anbieten, Freier. Primary. Milch. Secondary. Nochmal Kaffee. Ich kann sagen, wie heiß er sein soll. Ob er süß sein soll. Offenbar nichts davon. Kann ich anklicken. Zucker stand nicht zur Auswahl. Ne? Ich weiß noch nicht, was das zweite da oben ist. Es steht was Asiatisches drauf. Ich brühe das einfach mal auf, ne? Trash it. Serve it. Ich habe Milchkaffee gemacht. Ist nicht wirklich ein Espresso, oder? Ich trashe es mal. Ich ahne jetzt schon, was es ist. Also, ein Kaffee. Primary. Coffee. Und nochmal Kaffee. Triple Shot. Habe ich recht? Ich braue es mal. Und dann serviere ich es. Bitteschön. One cup of triple shot espresso. Special for my only customer tonight. Ich wollte old customer sein. My only customer tonight. That aroma. Steht Espresso wirklich aus einfach drei Löffeln Kaffee im Gegensatz zu, keine Ahnung, einem Löffel Kaffee normalerweise? Ah, exactly what I need. Was war denn da drin, um Gottes Willen? Anyway, where were we? Green hair, no job, calling yourself a writer. You plan to do something? Yes, that. It's not that I hate writing stories for the newspaper, you know.
Ist das eigentlich ein Klischee oder stimmt das wirklich, dass Autoren, die einen Job haben, immer darüber reden müssen, dass sie den Job hassen, weil sie plötzlich Geld verdienen damit? But it seems like the right time for something bigger. So, a novel? Naheliegend, oder? Jeder wartet auf den neuen großen Roman. Yes. It sounded so simple when I was making the plan. At least you still have your job. In case things go awry. You're so stupid. Sie dreht völlig am Rad. Did I say something wrong? No, you were right. You said something I should have done. What are you talking about? You know who owns the Evening Whisper? GRA Media, right? Yes. And they are also the biggest book publisher in the country? Oh, das hatte sie gesagt, sorry. So, when an opportunity presented itself, I took it. What do you mean by opportunity? Well, I bumped into one of the big guys in the elevator. So naturally, I pitched my book idea. Come on, don't look at me like that. Are you for real? Soll ich's zitieren? Bitch, are you for real? Rudy Ray Moore. Yeah, I know. It was such a stupid thing to do. Naja, eigentlich machen das alle, aber wenn ich mir deine Haarfarbe und so weiter so ansehe, wärst du die, die dann davon sprechen würde, dass man sexuelle Stereotypen ausnutzt, um sich irgendwie Vorteile zu verschaffen. So, how did they react? Thankfully, he'd seen my short stories. So he challenged me. If I can get a draft... warum bin ich so zynisch? Hm? Lass dich drauf ein. If I can get a draft ready in a month, he'll pull some strings and get the fiction publishing division to sign me up for a publishing deal. Ich verstehe das richtig. Wenn sie einen Draft fertig kriegt, nicht wenn der Draft gut ist oder wenn irgendjemand ihn für gut befindet. Nein, wenn er fertig ist, das reicht, um einen Publishing Deal zu bekommen. That sounds great! What about your job at the Evening Whisper? Do you have time to do both? That's the hard part. I've been secretly working on the novel during office hours. And I'm falling behind on the newspaper's deadlines. Also du machst deinen Job nicht, lässt dich aber dafür bezahlen. If the chief finds out, she'll probably kick me out. Und womit? Mit Recht. Ouch. Well, at least you've got a month to finish the initial draft. That was last week. Again, don't look at me like that. Oh, wenn sie wüsste, wie ich tatsächlich sie angucke. How far along are you? I assume the number of words you have written is not too far from zero. Was hat es eigentlich mit diesen Autoren auf sich? Also Leute, die... Was hat es mit Leuten auf sich, die sagen, dass sie Schriftsteller werden wollen? Dann einen Job finden, in dem ihre sprachlichen Fähigkeiten tatsächlich erwünscht sind? Davon reden, dass sie eigentlich etwas Größeres machen wollen? Und wenn sie die Chance bekommen, nichts vorzuweisen haben? Ist das tragisch oder peinlich? Hey, that's rude. I've written some stuff, you know. May I see it? Well, it was so bad that, well, after reading it, I decided to just delete everything immediately. Und ich habe Leute kennengelernt, die sagten, dass ihre Sachen so gut sind, dass sie auf jeden Fall nicht möchten, dass irgendjemand irgendetwas damit macht. Ich verstehe Autoren nicht. Ich verstehe Leute nicht, die Autor werden möchten. Autoren verstehe ich wahrscheinlich schon. So zero? Yes. I really need to finish it in at most 2 weeks. Then I'll use the extra week to polish and do some editing. Sounds like a plan. If you can pull it off. I know. There'll be others. You don't need to be so cynical about it. Sie kennt mich. That's why I'm here today. I'm hoping to find some inspiration. Das ist genau der richtige Ort dafür.
I wrote some of my best short stories here, you know? Best short stories, die ich nicht zu lesen kriege. Really? Glad this place could be of service. And hello, lawsuit! Oh, it looks like someone's coming. Das habe ich gesagt. So, mal gucken, wer jetzt kommt. Vielleicht mein Berufstätiger. Okay, ich muss mich besinnen, dass wir in einer Welt leben, in der offenbar Fabelwesen existieren. Von daher kann diese junge Nymphen-Satyr-Dame möglicherweise berufstätig sein. Welcome! Hi there. Hello. Good evening. For here, miss? For here, miss? Yes, please. For here. Ach, for here. Sagt man das im Englischen? Ne? Für hier oder zum Mitnehmen? Yes, please. I'm not really sure what to order, though. What do you recommend? That depends highly on your mood. I'm just here to meet my boyfriend. Clash. Not planning to be awake all night. So, definitely no coffee. How about chocolate? It's perfect for this weather. Hat sie recht. It's a good idea, actually. Thank you. You're welcome. Anything with chocolate, please. Anything ist immer gut. Da draußen gehen Katzen vorbei. Also menschliche Katzen. Menschliche Katzen. Irgendetwas mit Coffee. Dann, eben nicht Coffee, Verzeihung. Ich hab's gerade noch. Also, Chocolate, Milk und geheime Landstreichergewürze. Kann ich nicht. Okay. Mehr Chocolate! Serve it. Here you are. One cup of chocolate ready. Thank you. So warm. Oh, ich hab die Temperatur überhaupt nicht eingegeben. So you're waiting for your boyfriend? Yes, he should be here now. Soon. Look at you now. You went from empty to 3 customers in 1 night. I thought this place would be more crowded. Considering it's the only cafe that's still open after midnight around here. Because it's the only cafe that still opens past midnight, it's mostly empty. Now that you mention it. Is it good for business having the cafe only open at night? Definitely not. Yep, what she said. Then why? I just love doing it. There's always someone longing for a warm drink at this hour. And there is always something there to remind me. That's fascinating. Pardon me for asking. But how can you survive running the cafe like this? That's a secret. Emmett here is damn rich. That's the secret. Oh, really? She's exaggerating. Don't worry about it. Emmett can manage. I'm sure this cafe won't go bankrupt anytime soon. So you'll still have a weird, calm place to meet up at night. It's good to hear. By the way, are you a regular here? I don't really have anywhere else to go. I'm a writer that works well at night and in a cafe. Not so many options for that. Ah, no wonder. She's a pretty good writer, you know. You can find some of her stories in the Evening Whisper. Shut up! Wow, that's interesting. What kind of things do you cover? I cover the stories of people around town. Personal, interesting, weird stories. I also contribute to their short stories. Ich bin ernsthaft neugierig, mal eine Short Story von ihr zu lesen, wenn das hier irgendwie implementiert wäre, dass man sich so eine kleine Short Story durchlesen könnte. Ich würde es tun. I love their fiction. You wrote those stories? Thank you. I wrote most of them, but not all. That's so cool. Then, are you here to write a new piece? I should be. But I don't even know what to write about. Ah, boyfriend, I presume. Welcome! Hi. Oh, sorry to keep you waiting. It's okay. I had a nice chat with the fine folks here. Hi there. Hello. Hi, would you like to order something? Was sagt sein Blick aus?
Fühle ich mich bedroht oder angelüstert? Ich weiß nicht. Surprise me. Can do. What kind of order is that? Well, I don't really know what to order. Do you have any preferences, sir? Something bitter to keep me awake with milk. Oh, and draw some latte art on the top. Ich möchte eine einzelne in Parfüm schwimmende Pflaume serviert in einem Herrenhut. Bitter? Grün muss bitter sein. Dazu kommt Milch. Ich habe nicht viel Auswahl. Kann das sein? Noch mehr bitter? Noch mehr Milch? Lieber noch mehr davon. Kann ich jetzt warm irgendwie, kann ich das höher einstellen? Okay. Warm, cool. Wie kann ich warm und cool einstellen? Ich dachte hier. Ergibt sich das nur hier raus irgendwie? Ich braue es mal. Ich weiß ja auch nicht, was passiert, wenn mein grüner Tee mit Milch. Wird sowas serviert? Er hat gesagt, surprise me. Ich surprise ihn. Oh, ich habe Latte Art vergessen. Here's your order. Ich habe die Latte Art vergessen. Er ist unzufrieden, oder? This won't help me stay awake. Tut mir leid. At least it's got milk. Ich habe versagt. Anyway, I was distracted by some work, plus there's the rain. It's okay, Baileys. I was having a nice chat with them. Oh yeah, I haven't properly introduced myself. I'm Baileys. Baileys, hätte ich sehr gern können. Oh my, where are my manners? I haven't introduced myself either. My name is Lua. Hi, I'm Freya. Nobody asked you! Nice to meet you both. I'm Imit. Hey, did you know Miss Freya is a writer for The Evening Whisper? Oh, really? I've done some work for them a few times. Das sind alles Autoren, das sind alles Schriftsteller. Gehen nur Schriftsteller und Journalisten in Cafés und die anderen in Bars. Oh, what kind of work? I'm a freelance designer and illustrator. Oh, da finden sich welche. I've done some caricatures and infographics for the paper. I assume you were in contact with Steve? Yep, he's a nice guy to work with. Oh, really? No, he isn't. But I've dealt with worse clients. Way worse. Yeah, I'm glad he's in the design and visuals department. I wouldn't be able to stand working with him directly. Ha ha ha, come on. He's tough to deal with, but definitely not the worst. Yeah, of course. There's always another layer of hell beneath even the deepest hell. How do you usually deal with bad customers here? The only bad customers this late at night are lost drunkards or criminals. That sounds really bad. Nah, they're easy to handle. That's because you're good with your fists. Not as good as your coffee-making skill, though. Thank you. I'll take that as a compliment. You're welcome. Anyway, I really need to start writing. Whatever it is that I'm going to write. Hat sie immer noch keine Idee. So I leave you to... in the hands of our friendly neighborhood barista. Where are you going to write? Oh, not far. Just over at that table in the corner. Next to the windows. That's my spot. Oh, okay. Have fun. Hey. I'll try. Good luck. Thanks. Should we move to other seats too? Nah, here's good. Okay, then. Okay, erstes Feedback bei dem Spiel. Auch wenn ich manchmal oder gerade jetzt so wirke, als würde ich mich sehr drüber lustig machen. Nein, schönes Konzept. Im Gegensatz zu manchen anderen Spielen, die ich jetzt schon gespielt habe, wo Leute sich unterhalten. Ja, ist Gequatsche, dem ich zuhören könnte. Ich frage mich oft, ob man, wenn man so ein Spiel designt und man weiß, dass diese Texte geschrieben und nicht gesprochen werden, dass man sie anders konzipiert. Dass wenn man das alles hören würde, und wir tun es ja jetzt, da ich versuche es Voice-Acting-mäßig vorzutragen, ob man das anders machen würde.
Wenn man ein Hörspiel schreibt zum Beispiel, schreibt man komplett anders als ein Roman. Ja? Die gleichen Gespräche würden einfach nicht funktionieren. Und einer der Gründe, warum viele Autoren auch dazu neigen, ihr Geschriebenes wirklich vorzulesen, weil sie dann plötzlich merken, auf Papier sieht's gut aus, aber wenn es gesprochen wird, cringe. Und das Spiel schafft es auf jeden Fall, den Punkt bisher nicht zu erreichen. Ich glaube, das würde auch gesprochen ganz gut funktionieren. Okay, then. So, how was your day? It was fine. Work was nothing special. I finished my proposal early, so I could get out of the office. Plus, my boss was in a really good mood the whole day. I thought your boss was always a happy-go-lucky person. Well, he is. Stehe ich eigentlich wirklich so direkt vor ihnen und starre sie an, während sie reden? Ich nehme an, ich putze währenddessen irgendetwas oder bediene die Spülmaschine oder sowas. Well, he is. But today he was happier than usual. I'm not sure what happened, but it was great seeing him so happy. What about you? Any problems with your latest client? Yeah, this one is a pain in the ass. You know those memes that depict terrible clients? Well, she fits all the bills. I could go on forever complaining about her, but that won't help me a bit. You should make a meme about her. And lose my current project for a minute of laughter? Er kann's doch anonym machen, ne? That might be worth it. You should ask Imit here about how to deal with annoying clients. Oh yeah? How do you usually deal with annoying customers? The ones you don't need your fists to take care of. I do have my own methods. But it wouldn't be wise to talk about customers to other customers. No, that's one good lesson to learn for the day. Sein Telefon, nicht meins, oder? Oder ist es meins? Ich muss mal kurz gucken, ob hier irgendwas angekommen ist. Muss mal kurz gucken, hier sind überall Ausrufezeichen. Nicht, dass alle versuchen, mich anzurufen, inklusive Fryer, die drüben gerade an einem Ding da sitzt, an einem Tisch sitzt. Birthday, 29. Ich weiß nicht, wie viel wir heute haben. Right of the evening, Whisper talks about mundane things, art and life in general. Friends only, close friends only. Lua. Siehst du? Lua, Mädchen. Votre âme est un paysage choisi. Reicht mein Schulfranzösisch dafür aus? Votre, euer âme, Liebe, eure Liebe ist ein... Eure Liebe ist ein ausgewähltes Land, eine ausgewählte Landschaft. Baileys, auch über ihn weiß ich direkt alles möglich. Public. Okay, bei der Gelegenheit schauen wir nochmal, wer Georgie. Er ist geboren, das kann ich sagen. Und er ist Polizist. Und Gala, nicht die Frau aber auch er wurde geboren und er mag Katzen und lebt im Park, wenn ich das richtig sehe. Ja, gehen wir mal davon aus. He's a bum, innie? Was gibt's Neues im Brewpad? Cappuccino, Coffee Milk, Italian Delight. Tja, was ich nicht finde, ist, wie man irgendwas herstellt hier. Aber wenn ich noch eine Menge hier freischalten muss, dann frage ich mich, wie ich das mache. Vielleicht kommen irgendwelche Leute rein, die mir nachher irgendwelche neuen Rezepte verraten. Please subscribe. Ja, Evening Whisper. Ich kann noch nicht mal reingucken. Ich dachte, es gäbe irgendwelche Neuigkeiten. Hier hätte ich zum Beispiel eine Kurzgeschichte von meiner Lieblingskundin erwartet. Naja. Your parents? Yes, es war doch nicht mein Telefon. So, you've talked to them? I did. It didn't end well. No. What did they say? A lot. They won't give us a chance at all. Anyone but an elf. That's what they said. How about you? More or less the same. I got into a fight with my old man. That's why I'm staying at Farron's place now. They kicked you out? Don't have to do this, you know. Oh, falsch rum. They are your family. I can't stand even one more second being part of them. I can't stand even one more second being part of them. I might not have a stable income, but I can manage.
But still, you don't know what they said about you last night. I'm sorry. What did they say about me? Or about my race, I assume? Forget it. I want to know. Just the same old shit. Mumbling about how elves are holy creatures, about our immortality, about how even I outlive you. What? Nothing. Interessantes Thema eigentlich, oder? Wenn man das Thema Rassismus oder vielleicht nicht direkt Rassismus, sondern einfach kulturelle Unterschiede mal in diese Fantasy Welt implementiert. Das ist tatsächlich eine interessante Chance, mal den Grund zu beleuchten, warum kulturelle Unterschiede existieren. Denn die Vorstellung, dass er unsterblich ist, andere nicht. Und dass es... Zu was würde das führen? Möglicherweise dazu, dass Elfen unter sich bleiben wollen, weil sie wissen, dass sie immer wieder Schmerz und Enttäuschung hervorrufen werden, wenn sie mit Menschen verheiratet sind, die vor sich hin altern und sie selbst nicht. Es kann natürlich auch komplett anders sein. Kurz gesagt, es ist ein interessantes Thema tatsächlich. Und wenn es einem nicht direkt so um die Ohren gehauen wird, dass wir müssen tolerant sein und dies und das, sondern wirklich echte Dilemma klar werden in solchen Sachen, wäre das ein ganz, ganz gutes Konzept eigentlich. Was ist sie denn eigentlich nun? Er ist elf, das habe ich jetzt gelernt. Sie ist Dämon oder so. Ich meine, sie hat Elfenohren und Hörner. Satyr. Gibt es weibliche Satyre? Wahrscheinlich nicht. How about if you outlive me? No other elves would want to be with an elf. That's already been tainted by a lowly succubus. Ah, succubus. Ja, dann verstehe ich, warum seine Eltern nicht wollen, dass er mit ihr was zu tun hat. Wir wissen, was Sukubi so anrichten, oder? That's exactly what they said. So this is it then. The end of our relationship. It doesn't have to be. You know, our families will never agree. We can just continue like this. What do you mean? They don't need to know that we are still dating. We can just continue the way we've always been, without them knowing. And then what? Do you want to be in this kind of relationship for the rest of eternity? We are not like humans, you know. We can't just elope. And you won't get permission because you're too old. Lua, I don't care about that permission. I'll be glad to sever my family ties if I have to. Interessante Frage. Er ist ein junger Elf, der noch vom Wohlwollen seiner Eltern abhängig ist. Lebt aber für ewig und seine Eltern auch. Wann endet das dann jemals? Ich meine, seine Eltern waren die auch mal jung. Wächst man als Elf auf, erreicht irgendwann einen Punkt im Alter, wo man einfach nicht mehr altert. Hat dann selber Kinder, die dann langsam zu einem aufholen, ist dann gleichaltrig und das ist der Punkt, wo man seine Aufsichtspflicht und seine Erziehungsberechtigung verliert. Ich denke gerade in so einer Elfengesellschaft müsste jeder Elf sich recht früh von seinen Eltern emanzipieren. Sonst könnte das nicht funktionieren, oder? Bin ich sicher. I can't let you do that. You lose your immortality. If I get to spend my life with you, I don't mind. I don't mind a bit. You're making this hard for both of us. You feel happy when you're with me? Of course I do. And you don't need any more reasons. You know we're perfect for each other. You don't even need to look deep down. Trust me, we can do this together. I can't think about this clearly right now. We'll talk later. Lua, wait. I'm sorry you had to listen to our problems. Freya! Das hätte Freya mitkriegen sollen, oder? In mir fängt so eine Story an und Freya hätte den Stoff für ihren Roman, nehme ich an. Oder mehrere.
That's all right. This cafe has seen all kinds of stories. I do hope yours will have a happy ending. Huh. I hope so too. Do you have any alcohol? Sadly, no. That's a bummer. Well, do you have anything that's warm and can calm me down? Do you like green tea lattes? Offenbar, ich habe ihm gerade einen gegeben, oder? Green tea lattes? I'll take one. Mm. Dammit, er hatte doch schon einen. Was für ein... Er wollte doch irgendwas Bitteres haben. Was hätte ich ihm eigentlich geben sollen? Kaffee? Gilt Kaffee als bitter? Ich selbst habe die meiste Zeit meines Lebens keinen Kaffee getrunken. Trinke ihn jetzt sehr gerne, aber empfinde ihn eigentlich nie als bitter, weil ich halt auch Zucker reintue. Wobei mir übrigens gerade auffällt, dass für einen Barista-Shop meine Auswahl unglaublich gering ist. Kein Zucker, nein? Okay. Sirups hätte ich erwartet oder irgendwas ähnliches. Übrigens bei der Gelegenheit kurz gesagt, achso, er wollte einen Green Tea Latte. Dann mache ich zweimal Milch, oder? Dann ist es zumindest ein bisschen anders als das eben und dann merkt er das nicht. Kann ich jetzt eigentlich hier... War nicht irgendwo von Kunst die Rede? Achso, hinterher, ne? Ich braue das erst. Und dann kann ich entscheiden, ob ich noch irgendwie so Kringel reinmache oder so, ne? Latte Art. Ja, das mache ich. Oh, jetzt kann ich tatsächlich was reinmalen. Dabei wollte ich gerade noch erwähnen, man mag mich für einen Zyniker halten, einen Feind von menschlichen oder ne, Interspezies-Umgangsformen und Ähnlichem. Aber das hat funktioniert. Ja, es war keine sehr originelle Geschichte, die da abgelaufen ist. Es ist ein Problem, das vielleicht viele haben oder so. Aber es wurde nicht sentimental dargestellt. Es ist eine Entscheidung, die beiden treffen werden. Sie wirken nicht wie Opfer. Ich glaube, das ist eins der Dinge, die mir daran gefielen und gefallen und auch weiterhin gefallen. Okay, ich muss jetzt Milch reinschütten, oder? Moment. Pour Milk. Milk ist drin. Jetzt kann ich etchen. Kann ich hier irgendwas reinmalen? Invert? Ich habe mich jetzt so drauf gefreut, hier was zu machen. Bisschen pixelig. Ich weiß noch nicht, was ich da male. Fragen Sie mich nicht, was es werden soll. Okay, ich muss ein bisschen Milch reinschütten. Ah, hier kommt die Milch rein. Ja, habe ich natürlich ziemlich verhunzt, ne? Aber ich werde mich da irgendwie rausreden können, was es darstellen soll. Kann man... Schmetterling funktioniert immer. Hey, das sieht aus wie... Die Röntgenaufnahme eines gebrochenen Beckens. als das werde ich es verkaufen, nehme ich an. Ja? Ist es nicht so, dass wenn ein, wenn einem das Herz gebrochen wird, auch irgendwo das Becken gebrochen wird, ne? Das Symbol der Fortpflanzung und der Libido oder sowas. Ich serviere das einfach. Here's your green tea latte. Es sollte ein gebrochenes Herz werden, jetzt ist ein gebrochenes Becken. Ich hoffe, Sie verstehen die Anspielung. This is good. Ich freue mich. Thank you for this. Dankeschön. By the way, are you married? Er schwult mich nicht an, nein. Ich bin gespannt, ob ich es bin. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich sagen ja. Me? No. Do you have someone you love? Nein, dann bin ich das unbeschriebene Blatt, oder? I love this cafe. But I'm sure that's not the answer you're looking for. Huh. I didn't really have any expectations. Man, out of all creatures in the world, why did I fall for her? You can't choose who you fall in love with. You can, if you try hard enough. Interessante Frage. At least that's what my old man said. He really is one pretentious elf. But I guess all of them are... titled pretentious immortal douchebags. At least you have an eternity to learn and change. Or an eternity to be an eternal asshole. Anyway, I need to go now and probably drink myself under until the sun rises. There's still a while until sunrise. More time for me to drink then. See you around.
See you around too, Miss Fryer. Thank you. Do visit again. Hast alles mitbekommen, alles mitgeschrieben? You were listening from the corner? Yes. Poor souls. I hope they find their way together soon. Me too. Hashtag. Anyway, I need to leave. Ich würde ihr jetzt gerne sagen, dass das, was sie gerade gehört hat, der Roman ist, auf den sie wartet, oder? I have to get up earlier than usual tomorrow. Okay. Think I'm going to close the shop now. I think I'm going to close the shop up after this. Das war's, was ich sagen wollte. That's pretty early. I know. After the rest of the deliveries come in tomorrow, I'll open as usual. Okay, you have a good night then. Ta-da! You too. Spanish Sahara. Okay, nach der ersten Nacht habe ich irgendwas freigeschaltet. Spanish Sahara? Ach, das ist... Ah, das ist ein... Ah, oh Gott, wie heißt das? Ein Churro, oder? Das sieht aus wie ein Churro. Ich mag Churros. Deswegen Spanish? Mexican? Sind Churros spanisch oder mexikanisch? Wednesday. Adams? Zombie Virus from Africa might have reached Seattle. Jetzt zeigt das Spiel seine wahre Gestalt. Jetzt wird es ein Zombie-Apokalypse, ein Überlebensspiel, nehme ich an. Seattle Groceries Distribution Problems Harm Local. Seattle Groceries Distribution Problems Harm Local. Zweimal der gleiche Artikel. The Evening Whispers, eine merkwürdige Zeitung. Start the day. Ich dachte, es wäre jemand anders, aber du bist es. Hallo, sie freut sich. Good gracious! Das ging mir auch durch den Kopf. What's wrong with you? Can't you just enter like a normal customer? I'm sorry, but I'm so excited to share this with you. What are you talking about? I know what to write for my novel. Is it one of your impulsive, temporary ideas again? Hey, don't be rude. I'm being serious here. Okay, okay. Just tell me what you are going to write about. This cafe. What? I'm going to write stories about this cafe and the people who come in here. Are you for real? Yes! What if I say you can't do that? It's against the law. I'm not asking permission. That's like a breach of the customers' personal lives, you know? Relax, I know that. I just need some inspiration from this place. The stories themselves will be loosely based on what I hear and see here. How loosely based? Knife Walker novel versus movie level loosely based. The old one? Of course I'm talking about the old one. That's already very different, you know? You can't even get more different than that. I mean, it's not like I can tell you not to write about a cafe, right? No, you can't. Although you can just ban me from coming. Okay, you're banned. What? Just kidding. I wouldn't do that to my loyal customer, to my only, almost my only customer. Ich gucke immer, wer da hinten rumläuft. Warum kommt eigentlich keiner von denen rein? Trinken, ne? Succubi und Incubi und Octopi, kein Kaffee. Very funny. Thanks for not banning me, though. Anyway, I'm really excited to see who's gonna come tonight. I wonder what kind of stories they'll have. So am I. Yep. Okay. Ich war wirklich neugierig. Ich wollte wirklich wissen, wer kommt. Was ein gutes Zeichen ist. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Thank you for not getting on my nerves. Ich meine, es ist natürlich die große Herausforderung bei narrativen Spielen, auch Geschichten über Beziehungen zu machen. Da gehört eine gewisse... Es gehört ein Interesse dazu, was Gefühle angeht, was persönliche Beziehungen und so weiter angeht. Und ich habe es, glaube ich, schon mal bei einem anderen Spiel gesagt. Eins der Probleme scheint mir zu sein, dass die Autoren dieser Spiele oft sehr jung sind und dass sie wenig Lebenserfahrung haben. Also, wie die junge Freier, die wir hier gerade gesehen haben. Wenn sie sich hinsetzt und eine
und eine Geschichte schreibt, die sie dann in einen Roman oder auch in ein Computerspiel verwandeln will. Kommen meistens Geschichten dabei raus, in denen man die paar Freunde, die man hat oder die Leute, die man gesehen hat, irgendwie reden lässt miteinander, ohne vorher eigentlich sich wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, was steckt dahinter. Und man möchte irgendeine Message vielleicht rüberbringen oder so. Ich verallgemeiner das natürlich jetzt ziemlich. Was in dem Wort Dichtung drin steckt, ist natürlich die Idee des Verdichtens, dass wir eben nicht jede Kleinigkeit, die gesagt wird, sagen, dass nicht jede Person als besonders interessant dargestellt wird, sondern dass man die Impressionen von mehreren Personen möglicherweise zu einer verdichtet, dass man die verschiedenen Gefühle, die mit etwas zu tun haben, verdichtet zu einem Gespräch. So dass es nicht geschwätzig wirkt, sondern auf den Punkt gebracht. Wenn man sich alte Filme anschaut, ja, schaut man sich einen Alfred Hitchcock-Film an, ja, Fenster zum Hof mal als Beispiel, sind das Filme, die eigentlich von irgendeinem Kriminalfall handeln und filmisch sehr gut gemacht sind, sehr spannend und so weiter. Aber es laufen ganz nebenbei Beziehungsgeschichten ab. Man bekommt Einblicke in das unterschiedliche Leben von Leuten, was am Rande gemacht wird. Die Zeit, die das im Film in Anspruch nimmt, Gespräche zu führen und diese Charaktere zu zeigen durch bestimmte Kameraeinstellungen und so weiter, ist nicht sehr lang. Wir haben einen 90-Minuten-Film und möglicherweise sind es 5 Minuten bis 10 Minuten, die diese Gespräche in Anspruch nehmen. Und trotzdem sind es Charaktere, die bestehen bleiben im Gedächtnis des Zuschauers. Genauso müssten Computerspiele auch funktionieren. Computerspiele laufen ja noch mehr Gefahr, dass Zeit vergeudet wird, dass man sich langweilt, weil man selbst verantwortlich ist für das. Man kann nicht genau an der Hand genommen werden und durchgeschleift werden. Und wenn das passiert, hat man meistens nicht das Gefühl, ein gutes Spiel gespielt zu haben, weil man die Entscheidungsgewalt haben möchte. Ich verstehe also all die Probleme, die auftauchen bei solchen gesprächigen Beziehungsspielen. Und das hier macht es eigentlich ziemlich gut, wie ich finde. Ich habe mich nicht gelangweilt. Ich habe mal einen Blick bekommen in die Welt, in der in der Probleme existieren, die vielleicht abgeleitet sind von Problemen unserer Welt, aber die doch sehr eigen sind. Und ich bin neugierig, wie es weitergeht tatsächlich. Hätte ich zeitweise nicht erwartet, aber ja. Thank you.